grüß euch vom Teamgerecht Innsbruck. Was sind wir heute? Am Wilhelm-Geil-Weg. Das ist der Spazier- und Wanderweg vom Alpenzoo auf die Hungerburg hinauf. Wir versuchen seit 3 Jahren, die Verantwortlichen der Stadt zu bewegen, den Winterdienst da wieder zu machen und da aufzustrahlen, weil das ist sehr laut, es gehen sehr viele Leute hinauf. Und was ist bis jetzt geschehen? Rein gar nichts. Ich habe x-mal mit dem Zuständigen für Forst, mit Franz Xaver Gruber, gesprochen, habe vor 2 Jahren mit ihm einen Lokalaugenschein gemacht. Da hat er mit seinen Halbschirchen fast einen Salto gerissen und gesagt, ja, er wird schon schauen, aber es ist sehr schwierig. Es ist bis zum heutigen Tag schwierig geblieben. Wir haben den 3. Winter und geschehen ist überhaupt nichts. Die Stadt macht sich da ja sehr einfach. Dem stellt ein Schild auf, kein Winterdienst, Benutzung auf eigene Gefahr und damit ist sie aus dem Schneider. Wir glauben aber, dass es nicht so einfach ist. Weil wenn ich halt als Privater ein Haus habe, dann muss ich vor dem Haus den Gehsteig reinigen und streuen. Sonst laufe ich nämlich Gefahr, wenn da was passiert, angeklagt zu werden. Und aus diesem Grund sagen wir, das Gleiche müsste da auch sein. Und es ist nicht so viel Arbeit und es ist nicht so schwierig. Weil wenn ich als Gemeinderat, als Amtierender, den Kübel in die Hand da nehme und da eine halbe Stunde zumindest das steilste Stück streue, dann würde es doch für den Forst auch möglich sein. Und das kostet auch nicht viel. Wenn ich 80 Millionen an Batschkoflaue verpulvere, dann soll es in Ordnung sein und da habe ich nicht einmal das Geld für den Streudienst. Und was jetzt die ÖVP anbelangt, da geht es ja sowieso rund, wie man hört, da gibt es ja Grabenkämpfe, da haben wir einen sehr ambitionierten Jungen, den Herrn Anzengruber, und halt die alte Garde nachher noch. Da wird sich jetzt die nächsten Tage weisen, wie es weitergeht, wie es mit der ÖVP Innsbruck weitergeht. Entweder es bleibt alles beim Alten, was ich aber nicht glaube, oder es kommt zu einer Spaltung. Und das schaut dann so aus. Wir warten es ab. Wir bleiben weiter für euch am Ball, wir werden weiter für euch diesen Weg betreuen und streuen, weil es dient nämlich der Sicherheit der Innsbrucker und wünscht euch das Allerbeste. Servus Innsbruck und Servus Tirol.